Und damit auch mal wieder ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Chronicle. Im letzten Part haben wir hier gesehen, wie es in der Zukunft weitergeht bei Heimrada. Haben erfahren, wie die große Fabrik in der Zukunft zu ihrem Namen gekommen ist, wie kreativ die waren. Und haben eine kleine Zeitbombe bekommen, die wir jetzt hier oben an der Maschinerie anbringen müssen, die die Lava auf das Dorf schickt. Da ist es. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Das verursacht also den heißen Regen. Jagen wir es in die Luft. Gut. Ja gut, dann jagen wir das Teil jetzt in die Luft. Aber ob die kleine Zeitbombe dafür ausreicht, weil das Ding, das ist schon etwas größer. Aber gut, wir haben es ja auch mit der Zeitbombe in der Zukunft in die Luft jagen können. Ein Foto von der Asche haben wir bereits gemacht, oder? Da schaue ich lieber nochmal nach. Ja, hier können erstmal sowieso neue Ideen noch rein. Scheinen nicht so viele gewesen zu sein. Dann löschen wir alles. Alle Fotos löschen können. Und dann schauen wir mal, denn ein Foto von der Asche können wir jetzt nur machen, solange das Teil noch da ist. Asche haben wir, okay. Ja, ich glaube, das haben wir sogar im Let's Play gemacht. Dann müssen wir jetzt noch die Zeitbombe finden, ne? Ja. Da ist eine normale Bombe. Die sollte doch theoretisch eigentlich auch ausreichen. Davon haben wir genügend. Hier ist die Zeitbombe. Okay. Dann ist es Zeit für Feuerwerk. Silvester! Das hört sich allerdings nicht so gut an mit der Musik im Hintergrund. Was passiert jetzt hier noch? Diese kleine Bombe hat eine richtig große Durchschlagskraft, Kraft muss man sagen. All Respekt. Respekt. Oh Mann, es hat funktioniert. Das müsste den Feuerregen ein Ende bereiten. Und jetzt? Fliegendes Schlachtschiff Todesarche, bitte. Was? Dass der sich hier blicken lässt. Gaspard! Ach du Scheiße, das kann ich doch wieder nicht lesen. Ach du Heiliger. Ich müsste raten, aber ich glaube, er sagt, ihr habt die Feuerböe vernichtet. Ihr kleinen Teufel! Dann werdet ihr jetzt sterben. Ich habe auch keine Plan, ob ich Gaspard so gesprochen habe. Aber das gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr. Der schießt mit seinem scheiß Schiff auf uns. Er greift an! Respekt, wie wir ausweichen können. Das ist wirklich gutes Haki. Meine Magie ist auf diese Entfernung nicht stark genug. Max, mit deinem Witchpot. Oder mach's mit deinem Witchpot, keine Ahnung. Die Schrift ist wieder sehr, sehr gut lesbar. Ihr werdet es natürlich perfekt lesen können, weil ihr direkt davor sitzt, aber ich sitze hier ja über vorm Fernseher und der ist auch ein paar Meter von mir entfernt. Ich warte meine Chance ab und gehe dann zum Schiff. Okay, dann los. Müssen wir das jetzt mit Steve erledigen, oder wie? Sieht so aus, na dann. Oh, das ist aber gar nicht geil. Machen wir den Vieh Schaden? Ich sehe es nicht. Es wurde gesagt, ich soll es mit Steve machen, aber ja, wir machen Schaden. GG. Ach Gott.
So, das ist aber kein unbedingt so schöner Bosskampf, muss ich sagen. Brauchen wir die Energie hier. Easy. Ich muss quasi immer nur in Bewegung bleiben. Ist jetzt nur die Frage, wie weit kann ich mich hier bewegen? Nicht so weit. Ja, nicht so weit. Das Problem ist, ich kann hier dann aber auch nicht mit die auf Max wechseln. Achso, da unten ist auch noch eine Lebensanzeige. Das ist sehr geil. Oh, super, wir haben es geschafft auszuweichen. Dann war da draufhauen. Und dann sollten wir es doch gleich geschafft haben. Einfach so oft drauf feuern wie nur möglich. Und wir haben es geschafft, oder wie? Haben wir's? Wir haben's geschafft! Es stürzt ab! Aber jetzt wird noch was mit Monika und Gaspard kommen, schätze ich mal. Verdammt! Ihr Kleinen, konnte ich jetzt nicht weiterlesen. Müssen wir jetzt wirklich gegen Gaspard kämpfen? Ha! Wie hast du... Oder so ähnlich. Gaspard! Diesmal entkommst du mir nicht! Was? Du kannst noch... Oh ja, gut. Ihr werdet es gelesen haben können. Was? Wir fallen! Sie fallen! Monika? Monika! Monika? Und jetzt? Wir können nicht mehr zu Monika wechseln. Ich werde jetzt erstmal... Na gut, nee, wir gehen sofort weiter. Ich werde jetzt trotzdem erstmal das Dungeon verlassen, auf der Hoffnung, dass wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, Monika wiederzubekommen. Denn wenn nicht, müssen wir jetzt das die zweite Hälfte des Dungeons mit Max alleine machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das als so positiv ansehen soll. Zur nächsten Ebene, da können wir jetzt auf alle Fälle hin, das ist gut. Und so wie das aussieht, na gut, es sind nicht so viele. Wir gehen trotzdem erstmal nach Heimrada. Vielleicht kommt da noch eine Cutscene oder so, kann ja möglich sein. Hier passiert gar nichts. Der Feuerregen ist weg. Gut, ich muss allerdings sagen, ich fand das mit Feuerregen wesentlich schöner. Das hatte so einen gewissen feurigen Silent Hill Touch. Und ich fürchte, wir müssen tatsächlich jetzt das Dungeon mit Max weitermachen. Oh Gott, was soll... Na gut. Max ist ja quasi der Stärkere von uns, aber trotzdem, Monika muss ja auch trainiert werden. Und außerdem, wenn ich dann einmal sterbe, bin ich... Ich hätte speichern sollen. Oh nein, ich hätte speichern sollen.
Und ich habe auch nicht auf die Ziele geachtet. Was sind jetzt für ein Ziel hier in den Dungeon? Oh, scheiße. Kann ich das hier irgendwie nachschauen? Option? Nein. Wir sollten erstmal unsere Waffe wieder wechseln. Och, meine Fresse. Was machst du denn mit mir, Game? Propellerbeine können wir immer noch nicht verwenden. Der Digi-Hammer war unsere Waffe. Gegenstände. Den Digi-Hammer müssen wir auch aufstufen. Wie steht der Status? 18 Thesepunkte. Braucht noch Kälte und Exorzismus. Da hauen wir da einfach mal 4 Kälte rein. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, aber egal. Und 4 Exorzismus. Bist du scheiß auf den kleinen Fehler? Wir hauen da 4 Exorzismus rein. Machen hier raus nochmal 2 Exorzismus. Hauen das da rein. Und machen hier raus dann nochmal 2 Kälte. Haben wir halt nochmal ein 4er Kälte da rumliegen. Das sollte uns ja nicht so groß stören. Können wir wahrscheinlich irgendwann auch noch verwenden für irgendwas. Schauen wir mal, wir brauchen nur noch Exorzismus. Ja, läuft doch. Dann trainieren wir Max seine Waffen ein bisschen weiter hoch. Robuste Steine, sowas kann man immer mal gebrauchen. Das ist gut. Ich habe natürlich, wie gesagt, keinen Plan, was jetzt hier unser Ziel ist. Deswegen werden wir diese Ebene wahrscheinlich zweimal machen müssen. Ist auch ziemlich blöd, dass die Monster hier vom Typ Feuer sind und unsere Hammer... Typ Eis hat. Alter! Die Fledermaus ging mir jetzt richtig auf die Nüsse, aber vom Allerfeinsten. So, da ist direkt das Adlamia und natürlich noch eine fucking Fledermaus. Alter! Haben wir noch Brot? Ey, die Fledermäuse, die nerven aber aufs Übelste. Wir haben Kartoffelkuchen, die verwenden wir natürlich. Genauso wie das Hexenparfum. Ah, scheiße, das können wir nicht verwenden, weil wir alleine sind. So, wir haben kein normales Brot mehr, oder? Hier blinkt nichts. Ne, haben wir scheinbar nicht. Dann nehmen wir den Käse. Oder Röstkastanie. Ne, Käse. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber gut, ist die nervige Scheiße wenigstens auch mal weg. Das kann ein verdammt langer Kampf werden. Ein wirklich langer Kampf. Aber wir haben es geschafft. So, die Fledermäuse werden mir noch richtig auf die Nerven gehen. Tun sie zwar jetzt auch schon, aber davon wird es hier wahrscheinlich noch mehr geben. Ich schätze mal, die Ebene besteht nur aus solchen Fledermäusen. Richtig nice wäre es ja... Naja gut, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, richtig nice wäre es ja, wenn das Ziel der Ebene ist, besiege alle Gegner nur mit Max seiner rechten Waffe. Aber es war generell ein Fehler, dass ich nicht auf das Ziel geachtet habe, denn wir müssen die Ebene sowieso zweimal machen. Reparaturpulver. LOL?
Was geht denn hier ab? Ich kämpfe doch die ganze Zeit mit dem Hammer, wieso? Ach, scheiße. Der Hammer hält scheinbar eine ganze Menge aus, denn wir haben, das war jetzt der dritte Mob, den wir mit dem Hammer gekillt haben. Oder es liegt an den Fledermäusen, dass die einfach nur keine WP verbrauchen. Das kann auch möglich sein. Weil der Golem hat jetzt 2 WP verbraucht und wir haben jetzt schon 3 Fledermäuse mit dem Hammer gekillt und noch nicht einen einzigen Waffenpunkt da dabei verloren, wie es aussieht. Gut, dann ist das wieder was Positives an den Fledermäusen. Trotzdem mag ich die scheiß Viecher nicht. Aber generell sieht die Ebene hier auch jetzt wieder ein bisschen hotter aus, muss ich so sagen. Was bist du denn, Alexander? Geh mal zurück zu deinem Dschungel, Tarzan. Weiße Windvase, was ist das denn jetzt schon wieder? Gibt's jetzt wieder einen neuen Schlüssel oder wie? Vase, die die Macht des Windes enthält. Das soll sein, was? Wird, denke ich, dann mal ein Schlüssel sein oder wie? Aber was dann mit den T-Schlüssel? Du musst einfach hier durch, stimmt's? Dann wird's die Windvase sein. Ja, nee, ist klar. Mit einem kleinen Windchen, das die Lava zu Stein verwandelt. Ist auch so easy, man braucht nur einen Föhn. Beste Waffe gegen Lava. Einfach einen kleinen Föhn, damit sie zu Stein wird. Aber heißt das, es gibt hier jetzt auch wieder ein neues Transwappen, oder? Die Golems, die sind wie Chamäleons, die sieht man ja gar nicht. Die sehen genauso aus wie alles andere im Hintergrund. Ja gut, die Felsen aber auch. Was habe ich da jetzt bekommen? Ja, danke für die Information. Schön, schön. So, hier nehmen wir natürlich wie immer wieder die rote Kiste. Hast du wenigstens was Gutes für uns? Okay. Gut, das Blöde ist jetzt natürlich, dass wir durch Donny wieder einen Platz weniger im Inventar haben. Weil er uns die Tür geöffnet hat und wir den Türschlüssel deswegen nicht benötigen. Da ist schon wieder so eine scheiß Fledermaus. Das einzige Positive an denen sind, dass wir... da keine WP verlieren scheinbar. Das war zu wenig Angriff. Ja. Trotzdem ist es scheiße, da die Kämpfe immer 50 Minuten dauern. Alter. So. Und das mit den 50 Minuten war nicht übertrieben. Scharfer Pfeffer. Ich wüsste nicht, wofür wir jemals scharfen Pfeffer benötigt haben. Der wird dann für irgendeine Erfindung sein, von wegen Brotbacken oder so. Oder schön würziges Steak. Das
Negative an den Viechern ist auch, dass die durch unsere Verteidigung kommen können. Also die machen generell Schaden, egal wie safe wir spielen. Sind zwar so schwach, dass sie kaum noch Schläge von uns aushalten, aber sonst ist das eher ungeil. Es ist im Übrigen auch die perfekte Ebene für die derzeitige Jahreszeit. Also wenn euch kalt ist, weil draußen so viel Schnee liegt oder so, kommt einfach her und schaut euch meinen Dark Chronicle Let's Play an. Da wird euch sofort warm. Ich meine, die Wärme, wenn man sich so hineinfühlt in das Game, als würde man es wirklich am eigenen Leib miterleben, dann schwitzt man jetzt gerade. Ach komm, fick dich. Ich habe keinen Bock mehr auf die Fledermäuse, die gehen mir echt auf die Nüsse. Tut mir leid. Was ist das denn jetzt schon wieder? Achso, so eine Chimäre. Haben wir auch schon erlebt, oder? Wollte schon gerade sagen, kann die uns überhaupt Schaden machen, wenn die nur solche Stacheln verschießt? Aber ja, scheinbar kann sie. Ein Seil habe ich erhalten. Habe ich das da gerade richtig gelesen? Was will ich denn mit einem Seil? So, ich schaue da hinten nochmal bei den Feinden, denn wenn mich mein Auge nicht trügt, müsste hier noch eine Kiste sein, oder? Scheinbar trügt mich mein Auge. Da ist doch was Gelbes, oder nicht? Oh, egal. Scheinbar trügt mich mein Auge. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da kann man schon mal solche Probleme haben. Dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt auf in die nächste Ebene. Transwappen haben wir ja jetzt. Sah irgendwie aus wie eine Art Pfanne. Das war's nicht. Der war's auch nicht. Aber das heißt, Transwappen wird weiter unten sein. Hä? Ah! Mit einem Seil kannst du vielleicht... Okay, dafür haben wir das Seil bekommen. Gut so. Okay. Dann geht's jetzt auf in die nächste Ebene. Und auch in den nächsten Part, würde ich sagen. Diesen beende ich jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt will ich wissen, was hier das Ziel war. Besiege alle Gegner nur mit dem Witchpot. Ja gut, das wäre dann wesentlich einfacher gewesen. Ich glaube, die Ebene werde ich jetzt offscreen nochmal machen und dann halt jeden Gegner mit dem Witchpot besiegen. Und dann starten wir den nächsten Part dann am Ende dieser Ebene nochmal. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich wie immer über Kommis, Abos und Likes und dann bis zur nächsten Folge. Tüdelü und ciao, XD.